So, Glück auf, Bonsai-Kumpels, Sternchen innen. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu einem weiteren Video von mir. Und zwar geht es diesmal um Bonsai Basics, Ergebnis Bonsai Samenbank oder wie das auch immer heißen wird. Hat bestimmt einen guten Namen gekriegt, das Video. Ja, fange ich bei den Pflanzen an oder fange ich bei den Kommentaren an? Ich fange mal bei dem ersten Video an. Also wir haben ja Bonsai Samenbank, haben wir Bonsais aus Samen gezogen, das war ja so die Idee. Und ich finde es echt krass, dass man, also durch die Kommentare konnte man erstmal vernehmen, wie viele Leute teilweise absolut gegen Samen sind, also auch Samen zu ziehen, und wie viele Leute das aber auch versuchen. Also es sind, glaube ich, auch dadurch viele Leute auf meinen Channel aufmerksam geworden, die ziemlich viele Leute sind dadurch auch ins Bonsai-Thema eingestiegen, indem sie dann so schrieben, oh, ich habe mir letztens bei Amazon oder so irgendwo so ein Samen-Set bestellt. Weil wenn man so allgemein googelt, Bonsai kaufen oder irgendwie sowas, dann kommt man ziemlich oft immer auf Samen. Also ziemlich oft werden irgendwo Samen verkauft und sollen den Leuten suggerieren, dass das ein guter Einstieg ist in das Hobby, sage ich jetzt mal. Und das haben ja auch viele Erfahrene schon unter das Video geschrieben, dass sie A, entweder zu alt sind oder dass das zu mühsam ist, aus Samen Bonsais zu gewinnen und dass sie das schon lange ad acta gelegt haben. Und bevor ich das Ergebnis jetzt hier irgendwie so verwalten möchte oder so, würde ich auch schon mal direkt vorwegnehmen, generell Pflanzengewinnung durch Samen ist, sage ich jetzt mal, etwas mühselig und auch, ja, wie man hier teilweise sieht, ein paar sind mir vertrocknet, weil die dann doch nicht so gegossen werden. Ich weiß nicht, mit Indoor-Sachen, also die habe ich ja beim Winter jetzt drinnen gehalten und ich habe ja auch so ein paar Bonsais, die nicht, also subtropische Bonsais, die nicht frostfest sind, die ich ja im Winter reinhole. Und da fällt mir das immer sehr schwer, kontinuierlich mit der Wasserversorgung. Währenddessen im Garten ist das kein Problem. Da gießt man einfach so einmal am Tag alles irgendwie so, egal wo das Wasser so hinsprenkelt und ob der Garten dann auch nass ist. Und im Haus immer mit der Ballbrause und so. Ich habe da so ein Gießproblem irgendwie bei Indoor-Bonsais. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Und das hat auch teilweise das Ergebnis ein bisschen verfälscht. Also ich denke, man könnte mehr Quantität hier rausholen. Aber das, was ich jetzt habe, was übrig geblieben ist, würde ich mal sagen, ich bin auch ganz froh, dass das vertrocknet ist, weil das reicht mir absolut. Ja, und wie fangen wir an? Also einmal, erstmal all das, was hier steht, ist das einzige Ergebnis. Alle A-Hörner von den, oder A-Hörner war ja mein Wort. Alle A-Hörner sind bisher noch nicht aufgegangen, stehen aber noch oben. Und die lasse ich auch erstmal. Jetzt soll es ja demnächst ein bisschen wärmer werden. Vielleicht kommt da noch der eine oder andere, aber bis jetzt geht das Ergebnis gegen Null. Also es ist keiner gekeimt, nichts. Die Mimosen, diese rühr mich nicht an Pflanze, sind alle gekommen und alle eingetrocknet. Mal einmal nicht gegossen und ja, wie es halt so ist. Ja, und das einzige Ergebnis, was ich so noch vorzeigen kann, wäre, hier haben wir einmal die Schwarzkiefern und die Mädchenkiefern, hier haben wir die Tamarinen und hier haben wir die Glycinen. Ich fange mal einfach bei den Glycinen an, weil die hier vorne stehen. Da hatte ich ja zwei unterschiedliche Arten von Samen, einmal die von unserer Glycine quasi. Und diese Samen, die ich irgendwo gefunden hatte, wie man sieht, habe ich die nicht regelmäßig gegossen. Die hier hinten, die sind eingegangen, also von diesen gefundenen Samen, die sind nicht so resistent. Und Sachen, die nicht resistent sind, die kann ich hier nicht gebrauchen. Also die haben sich natürlich aussortiert. Und von den Samen, die ich hier von meiner Glycine hatte, sind fast alle gekommen. Da sind auch hier eins, zwei eingetrocknet, aber der liegt zwar, der ist auch da. Hier haben wir 8 Pflanzen gewonnen. Ich weiß nicht mehr die Summe an Samen, die schreibe ich mal irgendwo hier oben so rein. Also 8 gewonnen und gesetzt haben wir, ja. Aber bin ich auch ganz froh drüber. Also 8 Blauregen mehr ist mir eigentlich schon, das sind mir schon mindestens 7 zu viel. Aber vielleicht können wir demnächst bei jedem 500er so ein Special machen und dann immer einen Baum verlosen oder irgendwie so. Oder demnächst gibt es Sets, ich weiß es noch nicht. Ist ja schön, welche zu haben oder vielleicht mal einen Kollegen zu verschenken. Irgendwie dafür wird es auf jeden Fall taugen. Also das sind die Glycinen, die kommen auch alle in den Teichtopf. Ich werde bei den Glycinen aus Kostengründen und aus Platzgründen, weil auch die Menge, diese kleinen Teichtöpfe nehmen. Es sollte erstmal reichen, da lege ich jetzt auch nicht so den größten Wert auf diese Glycinen, deshalb nehme ich die. Ja, dann gehen wir weiter. Oder ich weiß gar nicht, das hier sind meine Lieblingsbäume. Das ist definitiv der von der Quantität der beste Samen gewesen, muss man sozusagen. Hier sehen wir die Tamarinen. Können wir mal vorholen, damit ihr das mal einmal so ein bisschen seht. Habt ihr aber nachher eine 360-Grad, ich zeige einmal das, dann die Einzelpflanzen. Und zwar 5 Samen gesetzt, 5 Samen gekeimt und 5 Pflanzen erzeugt.
Der kleine Funfact am Rande ist, ich weiß nicht, wie gut ihr das seht, die vier äußeren hier. Also es fing mit einem relativ zügig an, dann kam so Verhalten die nächsten zwei, der kam dann sag mal so eine Woche später oder so. Und ich habe die ja Mitte Januar gesetzt, die Pflanzen. Und jetzt haben wir den 5. oder 6. oder 7. oder 8. Wir haben den 8. Mai, Samstag. Und die Tamarinde hier an der Ecke, die kam vor, weiß nicht, 10 Tagen ungefähr oder so, kam die erst raus. Deshalb ist die auch unten am Stamm quasi noch nicht verhülst, so wie die anderen hier. Und also ich sage jetzt mal, nach 3 Monaten keimte tatsächlich noch der Samen. Also hier haben wir eine 100% Keimquote. Die Samen waren noch nicht online gekauft. Wie gesagt, die hatte mir eine gute Freundin auf so einer Messe hier in Dortmund, Westfalenheim, war irgendwie so eine Pflanzen oder irgendwie so eine Messe. Da hatte sie so einen Bonsai-Stand gesehen, musste an mich denken, hat diese Samen gekauft, hat mir die 5 geschenkt. 100% Erfolgsquote. Habe ich jetzt auch nirgendwo bei diesen, wo ich die anderen Samen so, also hier die Kiefern und die A-Hörner, gekauft habe, habe ich auch keine Tamarindensamen gesehen. Also keine Ahnung, wo man die kriegt. Falls das einer wissen möchte, müsste mal irgendwie Google bemühen oder so. Ja, das war auch so ein Marktstand. Ich habe da eine Verpackung von, da ist jetzt auch nicht ein Firmenname drauf abgedruckt. Keine Ahnung. Aber Top-Quote, muss man sagen. Also wahrscheinlich waren die Samen extrem frisch. Ich habe keine Ahnung. Richtig cooles Ergebnis. Ja, dann so für mich von den Pflanzen, die ich so am liebsten auch haben möchte, sind definitiv die Schwarzkiefern und die Mädchenkiefern. Was kann man dazu sagen? Die Schwarzkiefern sind definitiv als erstes gekeimt, also die kamen als erstes raus und glaube ich auch ein bisschen zu früh, das war auch das Fatale. Also wir haben jetzt noch 4 Stück über, die sind auch gut, der Stängel ist schon so leicht bräunlich-rötlich, wie man so sagt. Und die sind halt ein bisschen geil geworden und sind so Richtung Licht gewachsen, dann kann man die Schale öfters mal drehen, aber das ging dann so hin und her, also bei den dreien hier hinten konnte ich es fast gar nicht aufhalten, deshalb sind die auch ein bisschen komisch jetzt von der Knospenrichtung, also quasi schon gedrahtet in S-Form. Ja, und der eine hier, der steht so ziemlich gut, würde ich jetzt mal sagen, waren aber wesentlich mehr, das waren 4 oder 5 mehr. Und ein paar sind einfach so, die knicken irgendwann ab. Die sind so labbrig am Anfang, wenn dann mal der falsche Windstoß so durch den Raum geht oder so, dann knicken die ab. Ich hatte hier welche versucht mit Draht noch zu retten, keine Chance, kann nicht. Was definitiv wesentlich länger gedauert hat und auch, vielleicht liegt es an der Dicke der Samen, weil hier noch die Samenhülse so liegt, sind die Mädchenkiefern. Kam auch so von Woche zu Woche kam eine dazu. Also man sieht es auch in der Größe, die Größe spiegelt genau die Keimreihenfolge wieder. Der größte kam ziemlich als erstes, dann der als nächstes, der und der hier auch vor einer Woche oder so. Jetzt sind ja hier noch Samen drin. Ich will jetzt aber nicht länger warten, bevor ich die jetzt vereinzel, weil das werden wir jetzt in diesem Video machen. Und deshalb will ich die jetzt einfach da rausholen. Und wenn man jetzt da unten noch sieht, dass da irgendwie der eine oder andere Samen am Keimen ist, dann setze ich dir nochmal irgendwie einzeln an und versuche ihm noch eine Chance zu geben. Ansonsten reicht es mir auch, weil wir haben jetzt 4 Schwarzkiefern, wir haben 4 Mädchenkiefern. Das finde ich ist ganz überschaubar so für ein Jahr, für eine Saison. Das hier mache ich definitiv jedes Jahr jetzt neu. Also ich werde jedes Jahr, dann werde ich dann so diese kleineren eher nehmen, einmal Schwarzkiefer, einen mit Mädchenkiefern besetzen, dass ich so jedes Jahr eine neue Generation davon ranzüchte. Weil doch schon so Koniferen so ein bisschen mein Augenmerk sind, was diese Pflanzengewinnung angeht. Da, also hier lohnt sich die Pflanzengewinnung, finde ich doch schon, weil die Keimquote ist jetzt nicht so riesig. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie viel Samen ich gesetzt habe. Ich glaube, es waren 16 Mädchenkiefersamen, davon sind 4 gekommen. Es waren um die 30, meine ich, Schwarzkiefersamen, korrigiert mich. Wenn nicht, guckt nochmal in das erste Video. Davon sind 4 übrig geblieben. Ich sag mal, in Summe sind bestimmt 10 gekommen, die anderen sind halt eingegangen. Hätten wir ein bisschen mehr Mühe reinstecken können und so ein bisschen mehr betütteln können, dann hätten wir die vielleicht auch durchgekriegt. Aber ich finde die Quote immer noch gut. Also wie gesagt, so ein Päckchen Samen kostet 3 Euro bei beiden. Ich habe 4 Pflanzen, top. Also für mich ist das total in Ordnung. Und ich denke auch, dass ich die erfolgreich jetzt durchkriege. Da weiß ich noch nicht so genau, wie ich es mache. Ich hatte mir überlegt, jeweils 2 in einen großen Teichtopf und 2 in einen kleinen. Sowohl von den Mädchen als auch von den Schwarzkiefern. Immer 2-2. Man vielleicht so einen Unterschied zwischen den Töpfen sieht und auch so, um das Granulat ein bisschen anzupassen, sage ich jetzt mal so von der Menge. Die kommen auf jeden Fall in meine neue Akadama Keriut Koniferenmischung. Und diese Laubbäume, Tamarinde sowie der Blauregen, die kommen auf jeden Fall auf Fiboterm und Kokos Humus gesetzt. Also auf die alte Laubbaummischung. Aus Kostengründen. Ja, und hier bei den Tamarinden werde ich es auch so machen. Die 3 großen hier definitiv kommen im großen Teichtopf. Die 2 kleinen werde ich hier in so einen kleineren setzen. Und dann mal gucken, wie die sich so was hier entwickeln.
Ja, und das werde ich dann auch nochmal einzeln, boah, dann geht es dann in die Einzelvideos, dann mache ich so Tamarinden-Videos, dann mache ich so Mädchen- und Schwarzkiefer-Videos, dann seht ihr das halt übers Jahr verteilt, bis nächstes Jahr irgendwie im Frühjahr, wenn wir vielleicht den einen oder anderen schon aus dem Topf vielleicht mal die etwas größeren schon in eine Schale setzen. Ich weiß nicht, wie wir die kultivieren, das werden wir halt sehen. Ja, das werde ich auf jeden Fall videotechnisch noch begleiten, aber dann in Einzelvideos. Deshalb stelle ich euch so jetzt einmal das Ergebnis Samenbank vor. Ich werde die jetzt hier rausholen und pikieren. Ich denke, das werde ich im Zeitraffer machen, weil ich da so ein bisschen Ruhe für brauche. Ja, die Schalen sind auch trocken. Die stehen jetzt seit 2, 3 Tagen hier unten im Keller. Sind 5 oder 6 Tage nicht gegossen worden, damit das Substrat jetzt ein bisschen trockener ist und sich das leichter von den Wurzeln löst. Ein Teil werde ich auch vielleicht mit rübernehmen, das werden wir sehen. Aber ich erhoffe mir daraus einen Vorteil, dass ich die so besser aus dem Granulat lösen kann, als wenn das so nass und pappig ist. Genauso wie beim Umtopfen von Bäumen einfach. Ja, also ich baue einmal um, hole die Kamera ein bisschen näher ran und wir sprechen uns nachher nochmal wieder, wenn ich die Bäume nicht entfernt habe. Da sind wir auch am Ende des Videos. Ja, doch ein bisschen mehr Arbeit als gedacht. Ja, ihr habt das vielleicht teilweise im Zeitraffer gesehen. Bei den Tamarinden war das Problem. Ich gucke gerade, ob ich den Korb habe. Ja, auch gut. Bei den Tamarinden war das Problem, dass ich die ja hier drinnen hatte. Und ich hatte als Schutz, dass das Granulat hier unten nicht durch diese dicken Löcher rausläuft, hatte ich hier dieses Fliegengitter, diese Abschnitte von dem Fliegengitter reingemacht. Und ja, kann man jetzt auch gut erkennen, wie da die Wurzeln teilweise durchgewachsen sind. Krass. Ja, und ich wollte die rausnehmen und die hingen ja so richtig an dem Gitter fest. Und habe die mit dem Gitter rausgenommen und musste die aus dem Gitter rausholen. Das Problem ist, die haben hier so eine Masche von 1 mm, wenn überhaupt. Das ist irgendwo so 1 mm Maschenweite, würde ich mal sagen. Und sollte ich das normal machen oder grundsätzlich werde ich mir demnächst für diese Setzkästen hier, ob ich da mal vielleicht mal jemand Stecklinge mache oder zumindest welche ansetze und die verkochen lasse oder Sämlinge oder dergleichen, werde ich mir jetzt diese Gitter besorgen, die ich bei den großen Kisten für die Yamadoris genommen hatte
um da quasi so ganz große Teichkörper rauszumachen. Also auch die Teichkörper an den Seiten Löcher, die haben so 3 mm oder so, würde ich jetzt mal so schätzen. Und das wäre definitiv besser, wenn die unten drin gewesen wären, weil dann hätten die Wurzeln da nicht so festgehangen, hoffe ich zumindest mal. Deshalb war das teilweise ein Problem. Trotzdem noch viele Wurzeln mitgerettet, fand ich. Hatten auch trotzdem schicke Feinwurzeln. Die können was werden, sehr interessant. Ja, und dann hatte ich mir so ein bisschen überlegt, als ich die Glycin so rausgenommen habe, okay, 8 Stück, dann habe ich noch 8 Blaurigen mehr. Und ich will ja jetzt zum Sommer hin noch einiges abmoosen an der Mutterpflanze. Dann habe ich nochmal 2, 3, ich sag mal, dicke Glycin. Und auch so viel Glycin habe ich keine Lust. Deshalb habe ich aus den 8 ganz spontan einfach mal einen Clumpstyle gemacht. Habt ihr ja gesehen, mit dem Kabelbinder alle 8 zusammen. Die habe ich jetzt erstmal eingesetzt. Die sind noch so eng zusammen. Ich will die jetzt erstmal ankommen lassen, so 1 Woche oder 2, sage ich jetzt mal. Und dann werde ich unten was nochmal zwischen die Stämme so stecken. Ich denke mal, dass ich da so im Kreuz, so im Mikado-Prinzip sozusagen, so ein paar Stäbchen zwischenstecke, dass die Äste oben auseinandergehen. Dass die so ein bisschen gefächert schon mal sind. Und dann ist das quasi die Geburt meines ersten Clumpstyle-Trees. Obwohl ich das ja eigentlich mit dem Ahorn vorhatte. Aber das kommt dieses Jahr auch noch. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, dann Kiefern. Sowohl als auch ließen sich relativ leicht entnehmen, weil das Granulat wesentlich luftiger und flockiger war. Deshalb war es einfacher, die zu entnehmen auf jeden Fall. Wobei man klar erkennen konnte, dass die dicken Mädchenkiefern zwar dicke Wurzeln haben, aber in der Summe relativ wenig Wurzeln. Also was so die Wurzelspitzen angeht, das ist für mich die Summe immer. Also jede Spitze wächst ja pro Tag, ich weiß nicht, 1/10 mm oder so. Irgendwo habe ich das mal gelesen. Ja, und bei den Schwarzkiefern konnte man sehen, die hatten wesentlich feinere, dünnere Wurzeln, dafür viel mehr einzelne Wurzelspitzen, also in den feinen Wurzeln. Was für mich eventuell jetzt so die Erkenntnis ist, was der Grund ist, warum Leute Mädchenkiefern auf Schwarzkiefern propfen. Da wäre jetzt nur die interessante Frage, ab wann man das macht. So, wenn die einjährig sind, zweijährig sind, vielleicht propfe ich mal einen hier quer, muss ich mal gucken. Vielleicht überleben sie auch einen nicht. Also, wir wissen es ja nicht, aber ich habe das Beste ergeben. Die sind in meinem besten Granulat, die sind alle mit Mykorrhiza, also da habe ich ja teilweise was mit dem Löffel drüber gemacht. Das ganze Granulat war schon vorgeimpft. Ja, und mehr kann ich erstmal nicht für die tun. Hab die jetzt gerade alle einmal schön angegossen, wie ihr seht. Die sind alle noch klitschnass. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was sich daraus entwickelt. Das ist für mich erstmal vorläufig das Ergebnis für meine Bonsai die Samenbank. Sollte aus den ganzen Ahornen, die ich noch gesät hatte, wo nichts kam, noch irgendwas kommen oder passieren, dann wird es noch ein Ergebnis Teil 2 geben irgendwie. Das werde ich dann irgendwie auch so unter den Bonsai Basics nochmal veröffentlichen. Aber Stand jetzt sieht es schlecht aus und ich habe auch irgendwie so ein bisschen die Hoffnung verloren, dass da noch was passiert. Aber wir werden abwarten. Also solange ich die Töpfe nicht neu besetze, lasse ich die einfach da drin. Die werden immer wieder mal angefeuchtet. Das ist ja der Deckel drauf. Das bleibt ja in sich auch schlüssig feucht. Und dann wollen wir einfach mal gucken. Falls ich irgendwas noch vergessen habe zu erwähnen, was ich erwähnen wollte oder so, dann fragt mich das einfach in den Kommentaren. Ich werde bei Gelegenheit dann darauf antworten. Ja, und ich würde jetzt einfach sagen, schaltet einfach nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt My Trees and Support. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer Patrick, bis zum nächsten Mal. Ciao.